Ist das ein Hammer-Schweißgerät? Allein wenn man das so von der Optik sieht, dann sagt man schon, man ist extrem beeindruckt. Ich habe immer wieder mit professionellen Schweißern zu tun und immer wieder kriege ich die letzten Monate die Aussage: Guck dir mal bitte die neue Tetrix XQ230 an. Das ist das beste Schweißgerät, was man für Geld kaufen kann. Da muss man natürlich immer so ein bisschen relativieren. Es gibt so unwahrscheinlich viele Schweißgeräte. Aber wenn man ein richtig gutes WIC ACDC-Schweißgerät oder auch ein WIC DC-Schweißgerät sucht, dann ist man da sicherlich bei einem der absoluten Marktführer. Und das Gerät wollen wir uns heute mal zusammen angucken. Ich war letzte Woche in Hamburg bei schweißkompass.de. Das ist die MWE Schweißtechnik. Und habe die Jungs mal besucht und die haben einfach von sich aus gesagt: Nimm dir doch mal ein Gerät mit. Das möchte ich ganz kurz am Anfang lobend erwähnen. Also vielen Dank. Ich habe keine Vorteile davon, wenn irgendjemand da irgendwo so ein Gerät kauft, habe da keine Verträge. Ich bin interessiert an Technik und viele von euch auch. Und darum gucken wir uns das Gerät an. Normal bin ich für den Heimwerkerbereich zuständig. Das heißt, von wegen bei mir wird gezeigt, dass es auch günstig geht. Aber auch wenn man selber privaten Golf fährt, sage ich mal, guckt man sich auch gern mal einen aufgemotzten Mercedes an, man guckt sich gern mal einen Porsche an. Und so in diesem Kontext sehe ich dieses Video. Wir werden uns das Gerät angucken. Ich werde euch mal meine Eindrücke vermitteln. Man muss natürlich ganz klar sagen, das Gerät hat so dermaßen viele Möglichkeiten. Da werde ich euch natürlich nicht alles zeigen können. Ich bin noch nicht der absolute Experte, aber ich kann euch sicherlich einen sehr, sehr guten Eindruck von diesem richtig genialen Schweißgerät vermitteln. Jetzt gucken wir uns erstmal an, was wir überhaupt für ein schönes Gerät haben. Wir haben hier die Tetrix XQ230 Puls. Da von dem Gerät gibt es die verschiedensten Varianten. Wir haben hier die Variante ACDC 230 Ampere und wir haben hier die Expert-Steuerung. Es gibt die Komfort-Steuerung und es gibt den absoluten Hammer, diese Expert-Steuerung. Die hat es mir schon an sich angetan. Man sieht, wie sich der Display grafisch verändert, wenn man die Einstellungen verändert. Also es ist wirklich absoluter Hingucker. Es gibt von dem Gerät noch die verschiedensten Varianten mit Wasserkühlung, die verschiedensten Ausführungen und dergleichen. Das ist ein Gerät, das kommt mit einer 230 Volt oder mit einem 230 Volt Stecker, mit einer ganz normalen haushaltsüblichen Steckdose aus. Wir haben hier bei dem Gerät 230 Ampere als Leistung. Das heißt, wir können damit schweißen mit 230 Ampere. Das hat eine gigantische Einschaltdauer von 40%. Das heißt, mit 230 Ampere kann ich von 10 Minuten 4 Minuten schweißen. Mit 200 Ampere habe ich eine Einschaltdauer von 60%. Das heißt, von 10 Minuten kann ich 6 Minuten schweißen. Und die 100%ige Einschaltdauer hat das Gerät bei 170 Ampere. Das heißt, ich kann mit dem Gerät bei 170 Ampere theoretisch dauerhaft schweißen. Die Frage ist natürlich immer, was macht so ein richtig, richtig gutes Schweißgerät aus? Es fängt natürlich an mit der Optik. Ich habe so ein Gerät in der Werkstatt stehen, das sieht natürlich richtig nach was aus. Da brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Ist unwahrscheinlich schön. Das Styling und so sieht richtig top aus. Der Display, eine tolle Sache. Dann ist natürlich wichtig, die Möglichkeiten, die ich mit so einem Gerät habe. Das gucken wir uns natürlich alles im Detail an. Dann geht es darum, die Nutzerfreundlichkeit. Es bringt mir nichts, wenn ich Möglichkeiten habe, die ich gar nicht nutzen kann, weil ich so ein Gerät gar nicht einstellen kann oder da irgendein Diplom für brauche. Das gucken wir uns natürlich auch an und dann ist es, wie das Gerät schweißt. Die Langlebigkeit, die Qualität, ich denke mal, da braucht man sich bei EWM eigentlich nicht drüber unterhalten. Die ist wirklich auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Das ist jetzt nicht irgend so eine Floskel, das ist eine persönliche Erfahrung von mir. Ich habe mal auf Messer Griesheim Geräten gelernt und habe danach eigentlich nur mit EWM Geräten geschweißt. Ich mache das Ganze seit fast 30 Jahren und habe da sehr, sehr gute Erfahrungen mit dem Hersteller, muss man sagen. Die Geräte sind von der Qualität her wirklich sehr, sehr gut. Die Einstellungen an dem Gerät sind im Prinzip sehr einfach. Wer sich schon mal mit einem WIC-Schweißgerät auseinandergesetzt hat und diese Schweißrampe kennt, der wird sich hier sehr schnell wieder zurückfinden oder zu Hause finden. Auf der anderen Seite sind die Einstellungen auch wirklich sehr einfach. Das ist eine intuitive Benutzerführung. Man braucht hier kein großartiges Handbuch. Es gibt da Handbücher natürlich zu allem. Wenn man hier das Ganze verstellt, das ist, denke ich mal, ist schon sehr einzigartig, dann passt sich diese Schweißrampe an. Das soll dem Benutzer visualisieren, was man hier wirklich verändert und wie sich damit die Schweißrampe anpasst. Das ist natürlich auch im Endeffekt eine nette Spielerei, aber es ist natürlich eine sehr, sehr schöne Spielerei und eine sehr, sehr coole Spielerei. Ich fange mal von oben an. Ich habe hier oben die Möglichkeit,
das Gas strömen zu lassen. Das ist wichtig, wenn ich mein Schlauchpaket gewechselt habe. Wenn ich das Schlauchpaket nicht mehr am Argon angeschlossen habe, kann ich hier einmal das Schlauchpaket spülen. Ich habe 5 Tasten, damit kann ich meine Einstellung abspeichern. Ich habe hier oben das System, die Systemeinstellungen, kann ich noch unwahrscheinlich in die Tiefe gehen. Hier, Herzstück von der Einstellung ist natürlich dieser Button hier, den man das Ganze verstellen kann. Das ist so ein Push-Button, kann ich drücken und dann kann ich diese komplette Schweißrampe bearbeiten in allen Details. Sehr interessant ist hier zum Beispiel auch die Möglichkeit, die Wolframelektrode, den Durchmesser der Wolframelektrode einzustellen. Das soll die Kalottenbildung zum Beispiel beim Aluminiumschweißen beeinflussen und andere Punkte. Ich habe hier die Möglichkeit, einen Zweitstrom einzustellen, das heißt eine Zweitastenbelegung am Brenner zu nutzen und. Also es ist schon mal sehr interessant, ist im Prinzip aber eine normale Schweißrampe und das kann ich hier einstellen und das verändert sich. Also finde ich eine schöne Spielerei, könnte ich schon mir den ganzen Tag angucken. Dann finde ich hier oben WIG-DC, hier Einstellungen, Puls, Viertakt. Dafür habe ich immer die Tasten. Das ist kein Touch-Display. Ich habe hier die Tasten. Ich gehe auf WIG-DC, dann sehe ich WIG-AC, E-Hand, E-Hand Zellulose. Das heißt, ich kann auch Zellulose-Elektroden mit dem Gerät verschweißen. Ich habe hier unten Viertakt. Das heißt, ich habe Zweitakt, Viertakt, Spot Arc und Spot Matic. Das heißt, ich kann auch dieses schöne Punktschweißen mit dem Gerät ausführen. Wir gehen da auch mal ganz kurz rein. Ich habe einmal eine Punktschweißfunktion, wo ich die komplette Rampe habe, die ich definieren kann. Und einmal habe ich wirklich dann nur diesen ganz kurzen Spot, den ich mache. Ohne Schweißrampe, einfach nur einmal pop und dann hier halt die Gasnachströmzeit, kleine Gasvorströmzeit, das war es. Gehe ich wieder auf Viertakt. Hier hinten habe ich noch eine Pulsfunktion. Und was für eine Pulsfunktion? Ich habe einmal Puls off, dann habe ich automatisch Puls und dann habe ich noch 2 andere Pulsfunktionen hier. Das ist, glaube ich, dieses thermische Pulsen einmal und dann einmal eine Standardpulsfunktion, wie wir das von anderen WIG-Schweißgeräten kennen. Also auch sehr interessant, findet man sich also wirklich schnell zurecht. Und das ist im Großen und Ganzen schon innerhalb von 1-2 Minuten dieses Gerät erklärt. Man kann in Untermenüs immer noch in die Tiefe gehen. Man hat hier die Möglichkeit, einen USB-Stick anzuschließen. Hier habe ich kein Touch-Display. Ich denke mal, da wurde drauf verzichtet, weil man mit dreckigen Handschuhen das hier auch alles dreckig machen würde. Man würde das nicht mehr so genau sehen. So habe ich hier meine Tasten, meinen einen Drehregler. Touch-Display wäre sicherlich auch kein Problem gewesen. Hier habe ich aber auch eine richtig feste Scheibe. Da sollte auch nichts passieren. Touch-Display ist natürlich immer ein bisschen empfindlicher. Das kennen wir ja alle von unserem Handy. Bei so einem Gerät ist in der Regel kein Brenner dabei. Es gibt natürlich Sets und dergleichen, wo man gleich einen Brenner dabei hat, aber standardmäßig hat auf dem Niveau jeder so seine eigenen Vorlieben und da wählt man sich den Brenner aus. Es gibt spezielle EWM-Brenner und dann gibt es die verschiedensten Hersteller für WIG-Brenner. Einer der namhaftesten und von denen habe ich hier auch einen Brenner, das ist TBI. Hier oben ist noch so eine schöne Kiste, ist natürlich auch eine Spielerei, ist aber nett, wenn man das Ganze so mitnimmt auf eine Baustelle oder dergleichen oder mit auf eine Montage. Man kann hier oben die Wolfram-Elektroden reinpacken, man kann hier oben die Verschleißteile reinpacken. Ich denke mal, so haben wir so einen ersten Eindruck von dem Gerät und jetzt wird geschweißt. Das Erste, was jetzt bei einem WIG-Schweißgerät für mich richtig, richtig interessant ist, ist natürlich das Zündverhalten. Also was macht man? Man nimmt sich einfach ein Restblech und zündet und zündet und zündet und dann merkt man schon, das geht richtig gut. Also da bin ich wirklich schon mal schwer begeistert. Vom Viertakt wechseln wir einfach mal in Spotmatic. Spotmatic hört sich natürlich interessant an. Das ist dieser klassische Puls. Ohne Stromanstieg, ohne Stromabstieg bin ich nicht so der Riesenfan von. Habe ich ausprobiert, habe ich ein Blech mitgepunktet, hat gut funktioniert, aber mein Favorit ist hier wirklich Spot Arc. Bei Spot Arc kann ich ganz klar den Punkt definieren. Das heißt, ich habe eine Anstiegsrampe, ich habe eine Abstiegsrampe, alles kann ich ganz genau definieren. Das funktioniert deutlich besser, gerade durch die eine Sekunde, die ich hier definiert habe, den Stromabstieg halt bis zum Endstrom, kann ich das auch so definieren, dass ich da keine Endkraterbildung habe, funktioniert wirklich super. Also bin ich ein riesen Fan von, Gerät zündet butterweich. Erste Test ist auf jeden Fall erstmal sehr, sehr interessant und hat sehr, sehr gut funktioniert.
Zünden kann das Gerät richtig gut und schweißen kann das Gerät auch richtig gut. Das ist 2 mm Vierkantrohr, das ist 2 mm Edelstahlblech, das habe ich einfach mal aufeinander geschweißt. Müsste man jetzt so leicht einem mit dem Hammer drauf geben, um das nochmal ein bisschen zu richten. Aber an sich, also wie gesagt, schweißt sehr gut. Ich schweiße mit einer ganz normalen Gaslinse, das heißt nicht irgendeine Fupa-Düse oder dergleichen. Ich bin auch jemand, der immer mit ein bisschen mehr Leistung arbeitet. Bei mir werdet ihr nie die allerschönsten Anlauffarben finden. Gleich mal zur Erklärung. Das sind jetzt hier 6 mm Bleche. Das habe ich mit 120 Ampere geschweißt. Das ist jetzt so diese klassische Schweißerprüfung. Ja. Und da habe ich einfach mal die Wurzel geschweißt. Das ist eigentlich kein Problem. Sieht man, eine Wurzel komplett durch. Das ist so Bleche. Aus den Tischen sind das die Reste. Die haben hier unten so Abrundungen von wegen. Aber ansonsten ist die Wurzel natürlich Taco. Das sieht richtig gut aus. Also schweißen kann das Gerät. Das ist ein ganz schöner Schweißstrom. Man merkt da schon einen Unterschied zu einem günstigen Gerät, muss man fairerweise sagen. Ich habe das auch einfach auf die beiden Bleche da gelegt. Das Kupfer ist nur darunter, damit ich mir hier diese Aluauflage oder den Tisch nicht versaue, wenn die Flamme da von der Wurzel, vom Wurzelschweißen durchkommt. Ja, das ist auch viel, die Vorbereitung muss stimmen. Das ist immer so das A und O. Das würde man jetzt abkühlen lassen, mache ich gleich vielleicht auch noch. Und dann schweißt man eine Decklage. Decklage halt auch mit Wick oder halt Decklage wäre natürlich auch die Möglichkeit, das in einem anderen Verfahren zu schweißen. Zum Beispiel mit der Elektrode oder mit Mack. Mit der Elektrode könnte ich ja mit dem Gerät problemlos auch machen. Also das ist ein Träumchen. 230 Ampere wollen wir natürlich auch ausprobieren. Dafür habe ich noch mal kurz dieses 6 mm Blech geschweißt. Einfach eine schöne Kehlnaht, 230 Ampere. Ist man sich natürlich sicher, dass man die Kehle wirklich richtig, richtig aufschmilzt. Ich habe einmal das Blech gemacht und dann habe ich noch 2 zusätzliche gemacht, um auch noch ein paar verdunkelte Aufnahmen zu haben. Das Gerät geht dann natürlich vom Lüfter her an. Der Lüfter ist vom Geräusch her wirklich sehr, sehr angenehm und geht dann nach 1-2 Minuten wieder aus. Also 230 Ampere kann man problemlos auch machen. Ich denke mal, wenn man da richtig lange Strecken mit schweißt, dann ist wahrscheinlich eine Wasserkühlung empfehlenswert. Aber hier für diese Kehlnähte, das ist auch immerhin auch 200 mm lang oder 250, da ist das überhaupt kein Problem, da auch mal mit Volllast zu schweißen. Also macht das Gerät auch wirklich gut. Das sind jetzt natürlich so Features, sowas habe ich in der Form auch noch nie vorher gesehen. Ich bin hier in den AC-Einstellungen, also die Einstellung für Wechselstrom zum Schweißen von Aluminium. Wenn ich jetzt hier in die Balance reingehe, dann visualisiert er mir, was die Balance für eine Auswirkung hat. Das heißt, das verschiebt sich hier. Ich habe hier eine bessere Kalottenbildung, ich habe hier also eine bessere Aufsprengung des Werkstoffes und ich habe auf der anderen Seite hier eine bessere Schuppung, eine bessere Schweißnahtoptik, sage ich mal, die ich hinterher erziele. Und so kann ich das Ganze hier verschieben in der Form. Und das Gerät visualisiert mir das. Und so ist das in sehr vielen Bereichen. Also das ist natürlich so, das ist die absolute Königsklasse, muss ich sagen. Das ist wirklich Wahnsinn. Das finde ich richtig gut. Das ist nicht nur Spielerei, das ist natürlich auch für jemanden, der sich damit nicht so auskennt, der weiß gleich, was er da in irgendeiner Form verändert und es wird dann auch noch angezeigt. Es wird hier in verschiedenen Grafiken und immer wenn ich da reingehe, dann verschiebt sich das Ganze. Ich habe hier meinen Idealwert, der mir vorgeschlagen wird, der wirklich auch schon sehr gut funktioniert, was ich so bisher ausprobiert habe. Aber es ist natürlich, das ist schon eine geniale Sache. Die Tetrix AC-DC-Varianten, die waren schon immer dafür bekannt, sehr gut Aluminium zu schweißen. Und das setzt dieses Gerät, die Tetrix XQ230, auch auf jeden Fall fort. Also es ist wirklich ein Genuss. Und noch ein größerer Genuss sind diese Einstellungsmöglichkeiten, wo man variiert. Das Ganze wird gleich visualisiert auf dem Bildschirm. Man sieht also auch, wenn man keine Ahnung hat, was man da verändert und wie sich das Schweißverhalten verändert, auch der Schweißstrom ist wirklich ein Träumchen. Ich hatte mir im Vorfeld viele Videos zu dem Gerät schon angeguckt und man denkt natürlich, vieles ist immer in irgendeiner Form Werbung, aber mich hat das Gerät auch überzeugt. Ich kann wirklich nichts Negatives an diesem Gerät finden,
Eine Kleinigkeit stört mich so ein bisschen, dass der Bildschirm nicht so richtig entspiegelt ist. Aber das ist natürlich Jammern auf hohem Niveau und das ist natürlich hauptsächlich, weil ich das Ganze hier auch filme. Aber an sich ist das wirklich ein sehr, sehr gutes WIC AC-DC Schweißgerät mit tollen Möglichkeiten, mit tollen Visualisierungen. Ich weiß nicht, ob es das Beste ist, das es überhaupt auf dem Markt gibt. Das kann ich nicht sagen, aber es spielt auf jeden Fall in einer ganz, ganz hohen Liga mit und es ist ein absoluter Traum. Wer professionell arbeiten will, der ist sicherlich bei dem Gerät richtig aufgehoben. Für einen Heimwerker oder einen Hobbyschweißer finde ich das Gerät immer ein bisschen überdimensioniert, wenn dann gesagt wird, kauf dir eine Tetrix oder so. Das finde ich immer so ein bisschen übertrieben. Das würde ich definitiv nicht machen. Auch ich habe hier keine Tetrix in meiner Werkstatt. Auch ich habe hier dieses schöne WIC-Schweißgerät, das WE204P. Und damit komme ich auch sehr, sehr gut klar. Und damit könnte ich auch alle diese Schweißaufgaben genauso erledigen. Was mir wirklich auch sehr gut gefallen hat, was wäre eine schöne Option für mich mehr, ist auch hier diese Zwei-Tasten-Belegung. Gerade beim Schweißen von Aluminium, man schweißt ganz normal, man hat dann irgendwann ein Schmelzbad, das zu groß wird, man muss zu schnell schweißen und dann geht man einfach in diesen Zweitstrom und schmeißt gemütlich weiter. Das ist auf jeden Fall auch eine schöne Option, habe ich in der Form sonst auch noch nie so genutzt. Ansonsten, wie gesagt, mich hat das Ganze restlos begeistert. Ich möchte mich nochmal ausdrücklich bei den Jungs von schweißkompass.de bedanken, dass sie mir das Gerät ausgeliehen haben. Fand ich sehr nett. Ich werde eventuell da nochmal hinfahren und vielleicht auch mal ein kleines Interview mit denen machen. Und vielleicht gibt es ja nochmal andere schöne Sachen, die ich mir da ausleihen kann. Wenn noch Fragen zu dem Gerät sind, ich bin da nicht der ausgemachte Experte, aber ich beantworte natürlich immer alles gerne. Ich behalte das Gerät noch so 2-3 Wochen. Wenn da noch Fragen sind, können wir vielleicht noch mal ein kurzes Video machen. Ansonsten hoffe ich, euch hat das auch mal in der Form gefallen. Wie gesagt, immer unter der Prämisse sehen, ich bin hier ein Hobbykanal. Ich beschäftige mich mit Hobby-Schweißtechnik, wie mit sowas zum Beispiel. Aber auch wenn man Golf fährt, kann man sich gerne mal ein Mercedes, ein Ferrari oder ich weiß nicht was, ein Porsche angucken. Okay, viel Spaß beim Schweißen, euer Manni.